es nicht mehr richtig siehst. Dass du noch meinst, die Sünde ist das Gute. Sie werden die Wahrheit als Lüge und die Lüge als Wahrheit. Merkt ihr, das ist die totale Negierung Gottes. Wieder die Negierung. Die Umdrehung. Da wird noch die Lüge als das propagiert und das wird heute gemacht. Propagiert. Abtreibung, Tötung, Ehebruch, du musst ein paar Beziehungen haben. Manchmal kommen sie zu mir und sagen noch, ah ja, das ist ja gar nicht so schlecht, wenn man ein bisschen irgendwo anders noch ein bisschen sich befriedigt. Und dann klappt die Ehe besser, wenn man so ein bisschen einen Seitensprung macht. Ja, alles Mögliche, eine totale Negierung. Hat doch der Teufel schon eingegeben, oder? Da haben sie schon auf den Vater der Lüge gehört. Mach die Sünde. Und dann, dass die Sünde etwas Gutes hervorbringt, dass deine Ehe besser klappt. Habe ich schon gehört, wirklich? Das könnt ihr euch nicht vorstellen. So verblendet kann der Mensch sein. Und das sagen sogar noch die Psychologen teilweise. Das habe ich auch schon mal gehört. Ich sag's euch, ich will jetzt nichts sagen gegen Psychologen, aber wenn manche so sexistisch angehaucht sind, das kann es ja auch nicht sein. Das kann es ja nicht sein, weil Sünde ist Sünde. Sünde ist eine Beleidigung Gottes und ist objektiv etwas Schlechtes. Das kann jeder Mensch nachvollziehen. Wir sehen ja, wo wir gesellschaftlich hinkommen, wenn wir da nicht aufräumen. Also das Reich Gottes ist aber ganz anders. Er macht uns sehend. Er lässt uns das Wort Gottes hören. Er ist ja selber das menschgewordene Wort und lässt sich in Freiheit die Antwort geben. Die Menschen werden durch ihn nicht vergewaltigt, nicht geknechtet, denn sein Ruf ist Liebe. Und nur die Antwort der Liebe ist würdige Antwort. So ist die Heilung des blinden und stummen Besessenen durch Christus eine sichtbare Tat, die ein unsichtbares, größeres Geschehen aufdeckt. Christus erweist sich als der Stärkere, der den Feind bindet und damit die Gefangenen befreit. Zwischen diesen beiden Reichen ist der Mensch in die Entscheidung gestellt. Die Entscheidung ist notwendig. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Eine neutrale Zone gibt es nicht. Entweder diese beiden Reiche. Christus sagt es. Und er lügt uns nicht an. Und dieses haben wir da draußen wirklich hautnah vor uns. Bis in die Familien, bis in die Ehen, in die Gemeinschaften, in die Pfarreien hinein, wo das geht. Genau wo diese Reiche aufeinander prallen. Wo Leute auch nicht richtig aufarbeiten und manchmal dann mehr meinen, das Reich Gottes aufzubauen, aber sie zerstreuen, weil sie im Schlepptau des Bösen sind, wenn sie nicht mehr in der Lehre der Kirche sind, wenn sie nicht mehr das lehren und wollen, was im Katechismus steht und in der Heiligen Schrift steht und die Gebote wollen und meinen vielleicht in ihrem privaten Leben irgendwas anders zu leben, weil die heutige Zeit es einfach so macht, es macht doch jeder so. Also erheben wir ein neues Gesetz. Darin gehen wir nicht dem Wort Gottes nach. Wisst ihr, das haben ja Menschen dazu gemacht. So haben es dann die Menschen gemacht, um uns zu knebeln. Wir dürfen jetzt. Wir entscheiden. Wir geben uns die Gebote. Was haben wir doch heute? Der autonome Mensch, der sich von Gott losgemacht hat und sich autonom gemacht hat und von den Geboten sich abkoppelt und sich selbst zu Gott macht ein Stück weit und sich selbst die Gebote gibt. Schaut mal, wo der Mensch hingekommen ist. Ein totales Chaos. Gehen wir alle kaputt? Ohne Gott gehen wir alle kaputt. Zerstören wir uns selbst. Seht ihr, das sind die beiden Reiche. Und so ist Christus der Stärkere. Aber wenn der gekommen ist, der mit dem kleinen Finger die Dämonen austreibt, dann habt ihr erkannt, dass das Reich Gottes unter euch errichtet ist. Und dass jetzt der Stärkere gekommen ist. Ja? Dann bringt er noch das Bild mit dem Baum. Kann ein guter Baum schlechte Früchte hervorbringen? Kann ein schlechter Baum gute Früchte hervorbringen? Nein, das, was im Menschen ist, davon sprichst du.
Und wenn die Lüge drinnen ist, dann sprichst du die Lüge und dann sprichst du Böses. Böses, und er sagt, ihr Heuchler, schaut mal an, was rauskommt, wie er mich pervertiert. Obwohl er nicht einmal schauen könnt, was ich tue. Wenn ihr mir meinen Worten nicht glaubt, glaubt wenigstens meinen Taten, dann kann sie einer tun. Nikodemus kommt des Nachts und sagt dann schon, wir haben erkannt, wegen deiner Taten, dass du von Gott bist. Der hat noch die Wahrheit ein bisschen erkannt. Die anderen pervertieren ihn total. Siehst du, da müssen wir ganz klar hineingehen. Es ist dramatisch, was sich da vollzieht, versteht ihr? Das sind die beiden Reiche, die aufeinander prallen. Und dann, versteht ihr, das ist eine Sünde wider dem Heiligen Geist, dass sie eigentlich sehen. Nein, aber sie hängen so an ihrer Macht, ihrer Boshaftigkeit. Und die sündigen natürlich hintenrum dermaßen schlimm. Die haben Kultprostitution gemacht, auch Tempelprostitution teilweise, das weiß man, und waren vielleicht so tief in der Sünde drin, ein äußerliches Leben geführt, verstehst du? Nicht der Herr sagt, sondern wer den Willen des Vaters im Himmel tut. Er sagt zu den anderen, hinweg mit euch, ich kenne euch nicht, der Gesetzesübertreter. Also ein frommes Deckmäntelchen reicht noch lange nicht, gerettet zu werden. Nein, es muss das, was du sagst, auch im Leben umgesetzt werden. Und dann ist es echt vor Gott. Wenn du durch und durch pur bist, massiv, nicht ein Furnierchristentum, außen hui und innen, das will ich jetzt nicht sagen, versteht ihr, ganz wichtig, durch und durch massiv. Ein klarer Christ in allem, entschieden, das sind die Heiligen, die Christus nacheifern und die tun sich auch vor dem Bösen wirklich schützen. Geht nicht anders, versteht ihr? Das, was innen drin ist, das kommt heraus. Wovon das Herz ist, davon redet der Mund. Und du siehst schon, was rauskommt, ob sie verdorben ist. Und ob man verdorben ist. Denn aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken, Hurerei, Zwietracht, Hasch, Streit, Parteiung, Götzendienst und all dergleichen, was da rauskommt. Wenn der Mensch verdorben ist, kommt Verdorbenes heraus. Du kannst es nicht verschleiern. Es kommt heraus. Und wisst ihr, wenn du dann nur an der Macht hängst und am Geld und in ihrer Stellung hängen und dann noch den Fürst der Wahrheit, also den König der Wahrheit, der Zeugnis gibt für die Wahrheit, pervertiert. Das ist eine Sünde wider dem Heiligen Geist. Sie müssen es eigentlich erkennen, aber sie pervertieren ihn. Obwohl sie eigentlich selber umkehren sollten. Sagt, nee, der muss weg, den bringen wir um. Und ihn noch so zu pervertieren, dass er der Anführer der Dämonen ist, der mit Beelzebub die Dämonen austreibt. Das ist die totale Pervertierung. Das ist wirklich, es ist dramatisch. Aber wir müssen klar sprechen. Die Wahrheit sprechen. Dass das Licht wieder aufscheinen kann und wir wieder das Reich annehmen. Und uns nicht von diesem Mainstream, von dem Zeitgeist, manchmal auch von diesem Denken des Bösen, das Lüge ist, in Beschlag nehmen lassen, weil da lähmt uns total und da hat die Kirche schon so gelähmt, weil die Lüge schon eingezogen ist. Wie Paul der VI. Sagt, der Rauch Satans ist schon in die Kirche eingedrungen. Ganz klar, sagt nicht der Pfarrer Fim, sondern das sagt ein Papst, der jetzt auch bald heilig gesprochen wird. Ja? Ganz wichtig, die beiden Reiche, gell? Das ist enorm wichtig. Und dann werden wir wieder frei. Und der Herr ist der Stärkere und das ist das Schöne. Nicht, dass wir da Angst haben. Was geben wir da auf, wenn wir nicht zu ihm gehen? Er befreit uns. Seht ihr? Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Das müssen wir wieder verkünden, gell? Aber man muss jetzt mal klar sprechen, gell? Was da
oft einmal für eine Lüge überall in allen Ecken und Kanten steckt, damit der Mensch wieder frei wird und dieses Reich in Besitz nehmen kann. Aber es ist ein Reich der Wahrheit. Das verträgt keine Lüge in dir. Da musst du zuerst mal alle Lüge rauswerfen. Das ist ein Reich der totalen Wahrheit. Deswegen des Lichtes. Ha, und das Licht ist immer anziehend. Die Finsternis, abschreckend. Seht ihr, und dazu sind wir berufen. Und wenn das Licht in uns eingekehrt ist, da geht es richtig los. Da haben wir eine Freude, gell? Siehst du, und deswegen, diese beiden Reiche stehen gegeneinander. Der Fürst dieser Welt und der wahre Fürst, der den Frieden bringt und der die Wahrheit gebracht hat. Diese beiden stehen gegenüber, aber der Herr mit einem kleinen Finger, mit dem da, hat er ihn besiegt. Letztlich am Kreuz hat er ihm den Kopf zertreten. Es steht alles bereit. Wir dürfen in die Freiheit kommen, das müssen wir der ganzen Welt verkünden. Dass wir die Machenschaften des Bösen durchschauen, der uns einlullt, der uns zudönst, der uns verblendet, der uns noch so weit einredet, dass das Böse das Gute ist. Da müssen wir mal Schluss machen. Wir glauben entschieden an das Evangelium, an die Botschaft, an die frohe Botschaft der Wahrheit, die uns wahrhaft die Befreiung bringt. Und das ist Christus. Und jetzt ist er gekommen. Er ist der Stärkere. Und er hat alle Macht. Mir ist alle Macht gegeben. Im Himmel und auf der Erde. Er ist der Mächtige. Und wir geben dem anderen die Macht. Wir selbst. Wem gibst du die Macht? Seht ihr? Und das ist frohe Botschaft. Ich gebe sie Jesus. Ich will sie Jesus geben. Weil er versklavt mich nicht. Er hat mich in eine Freiheit geführt. Das seht ihr. Eine Freiheit, die so schön ist. Weil die Wahrheit, die man dann verkünden kann in ihm und dass er sie in uns verkündet, ist so Licht. Ist so die Freiheit, was du siehst, wie warst du vorher? Was war da mit dir los? Wie bist du letztlich neben der Mütze gewesen? Jetzt bist du in dieser Freiheit. Ja, das macht einem richtig ganz, ganz gut, gell? Das sind die beiden Reiche. Da muss man mal ganz, ganz tief reden, dass da wieder eine Klarheit hineinkommt und eine Schönheit. Und da müssen wir beten. Jetzt sind das alles Fehlformen gewesen. Jetzt gehen wir richtig hinein in das Beten, gell? Bitten und beten im Reiche Gottes. Ja? Also wir sind aufgerufen, jetzt zu beten. Also, dass sich das ausbreitet. Also, dass die Fehlformen jetzt überall über Bord geworfen werden und dann wieder in Deutschland dieses Reich kommt. Steht schon bereit, der Herr, der fiebert schon. Ich sage, wann darf ich kommen? Wann darf ich kommen und wieder mein Deutschland in Besitz nehmen? So müsst ihr denken. Also.